So, hier will ich eigentlich gar nicht weitergehen, noch nicht. Hier steht fütter mich, also hier müssen wir der Dämonenfratze was in den Mund stecken. Im ersten Geschoss mussten wir ja Augen reinstecken, aber hier will ich definitiv noch nicht weitergehen, weil dahinter Schleime sind. Und Schleime sind mir noch zu garstig. Also ich trage hier mal ein Schleime. So. Das will ich nämlich noch gar nicht machen. Erstmal was zu essen für Bueno hier. Dann mehr Unarmed Combat. Erstmal. Sie kriegt auf Dagger. Oh, da macht sie schon mal etwas mehr Schaden. Und sollte auch was essen, isst sie mal Rattenfleisch. Und sie. Kriegt 2 Punkte hier. Und 2 Punkte da. Da kriegt sie etwas mehr Energie. Und dann hat sie noch 2 Level, bis sie den verbesserten Frostbolzen kriegt. Ja. Gut. Den sollten wir nämlich unbedingt haben. Den verbesserten Frostbolzen. Dann geht's jetzt mal weiter. Ja, zu den Schleimen kehre ich später dann zurück. Hier wurde nicht eingefroren. Aber die dürfte gleich sterben. Die wurde eingefroren. Dann mal ordentlich draufhauen. Und schnell zumachen und schlafen, bevor Tarion stirbt. Ah, wo kommst du her? Oh, zur Hölle. War das schon immer offen da? Sag bloß, das ist jetzt aufgegangen und sie ist raus. Gesprungen. Ah, das musste ja jetzt sein, oder? Na, jetzt muss ich den ganzen Weg zum blauen Kristall zurück. Hier bin ich schon mal richtig und hoffen, dass ich nicht unterwegs noch einer Spinne begegne. Was eigentlich nicht sein dürfte, weil ich hier alle getötet habe, hoffentlich. Da lang. Genau. Nein, falsch, hier lang. Yep. Ich mag die Spinnies nicht. So. Jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Bin ich auch richtig? Ja, sieht richtig aus. Andere Seite weiter. Hier durch. Dann bin ich ja schon fast wieder da. Ich gerade gestorben bin. Auch wenn ich gern wissen würde, woher diese eine Spinne kam. Nein. So, bloß auf der anderen Seite ist die Tür aufgegangen und die ist einfach außen rumgerannt. Seit wann können Spinnen Türen öffnen? Also hier ist der Weg drumherum. Und hier ist geschlossen, also gut, hier kommen sie nicht durch. Das heißt, es ist tatsächlich hier die Wand aufgegangen. Und da kam die Spinne raus.
wäre freundlich, wenn ihr eingefroren werdet. Wie viele sind denn da drin noch von euch? Noch mindestens 2 Stück sind da drin. Und durch das ganze Schlafen und Hochheilen brauche ich jetzt gerade ziemlich viel Nahrung, aber zum Glück habe ich ja noch genug. Genau, endlich mal eine eingefrorene Spinne. Komm, ich brauche wieder einen Eiszauber. So. Das ging schnell. Ach, da ist noch eine. Vielleicht klappt das bei der wieder mit dem Backstabbing. Nein, klappt nicht, weil ihr... Oh, hat doch geklappt. Weil ihr Back genau weg von mir war. So. Was war die Spinne? Die leere Flasche. Leere Flaschen. Erstmal ein Gegengift für ihn. Wir haben ja genug Gegengiftkräuter. Dann würde ich sagen, Heiltrank. Und für alle Fälle noch ein Gegengifttrank. Falsch. So, den sie dann weitergeben kann an einen Vergifteten. Und nochmal schlafen. Und sein Level Up habe ich ganz vergessen. Hoppala. Na, dann kriegst du mal. Vier Punkte in schwere Rüstung. Dann kannst du nämlich den hier tragen und die hier tragen. Die machen plus 1 Geschick, haben sollte sie die behalten, oder? Ja. Protection braucht sie da hinten nicht so viel. Den kann ich an ihn weitergeben. Er trägt ja leichte Rüstung. Dann kann sie die aufsetzen. Gut. Dann trägt mal mein hammerharter Keulenkämpfer schon mal schwere Rüstungsteile. Jetzt hier mal kurz umsehen, ob hier noch irgendwo vielleicht ein Schalter versteckt ist. Schalter schon mal nicht, aber ein Kraut. Sieht nicht so aus. Und dann geht's hier durch weiter. Spektralrelais. Das kennen wir ja auch irgendwo. Kenn ich ja auch noch irgendwo her. Jetzt muss ich bloß noch herausfinden, wie ich hier die Tür aufkriege. Ah. Okay, da brauchen wir irgendwas Nutzloses. Nehmen wir einen Pfeil. So. Kurz hier umgucken. Da ist noch ein Spektralrelais. Okay, das kenne ich ja auch noch. Genau. Obwohl, das kannte ich nicht. Das mit dem Überkreuzschießen ist mir neu. Das letzte Mal war es einfach nur da reintreffen und es geht auf. Hups. Noch ein Schädel brauchen wir nicht. Eine Lederkappe brauchen wir auch nicht. Nehmen wir aber trotzdem mal mit. Und noch eine Notiz.
Ich habe eine bessere Rüstung gefunden, also lasse ich meine alte Ausrüstung hier zurück. Es war schlecht, dass ich so tollpatschig war und meine Lederhandschuhe hier runtergeschmissen habe. Ich werde es nicht riskieren, selber hinter ihnen herzugehen. Aber wenn jemand will, kann er ja darunter springen. Ich habe keine Idee, wie ich dieses Tor aufkriege. Okay, hier sind wir eh noch nicht runtergesprungen. Deswegen sollten wir das. Jetzt mal machen. Oh, Pilz. Pilz, der sich nicht einfrieren lässt, aber Pilz, der sich einfach kaputt hauen lässt. Und ja, hier sind Lederhosen. Die bringen Schutz plus 4, die bringen Schutz plus 3, ist schon mal besser. Achso, hups, das ist einfach falsch. Er sollte die Lederhosen tragen, er die. Sie kann die Lederhosen tragen und sie trägt eh eine Silkhose. Dann behält sie die mal so in den Inventar. Und sie ist überladen. Gib mal die Schuhe weg. So, dann gucken wir uns mal kurz. Jetzt ist er überladen. Hat jemand Hunger? Er hat Hunger. So, jetzt ist niemand mehr überladen. Können wir mal nochmal ihn hier anklicken. Und ja, hier brauchen wir den Goldschlüssel. Und finden die Chitinmaske dahinter. Ah, sehr schön. Das ist wirklich schön. Jetzt haben wir schon mal die Handschuhe und die Maske. Und sind wieder überladen. So. Bei der nächsten Gelegenheit sollten wir Essen zurücklassen. Und wir haben dieses Dungeon Level completed. Sehr gut. Dann mal auf ins nächste. Das hier sieht aus wie so eine Art Käfig. Da kann ich nichts drauflegen. Also das sieht mir verdammt nach einer Falle aus. Deswegen bin ich einfach mal vorsichtig. Oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder an die Jungs hier. Das sind die großen Pilze, die Giftwolken. Oh. Heizen. Ah, aber zum Glück habe ich jetzt einen von ihnen eingefroren. Aber noch nicht lang genug. Schlecht. Schon wieder eingefroren. Ach, der erste ist ausgeschalten. Und der zweite folgt gleich hoffentlich. Out of energy. Das ist nicht so gut. Und die Gefolge reinlatschen ist auch nicht so gut. Aber Backstep ist gut. Wow, der kann in alle Richtungen spucken. Haha. So, lecker Pilzteile. Viele Pilzteile. Und ein Schlüssel. Den wir hier brauchen. Der macht sogar da wieder auf. Sehr gut. Langschwert kommt auch erstmal mit.
Schriftrolle des Frostbolzens. Was machst du denn? Ja, den Frostbolzen kennen wir schon, aber der macht Willpower plus 1. Das ist praktisch. Noch ein Grimcap. Und ich höre gerade Legionäre. Hinter dieser Tür. Da würde ich mal vorschlagen, ich schlafe hier mal kurz. Wow, das dauert jetzt schon eine Ewigkeit, bis die ihre Energie hoch regeneriert, meine Magierin. Hat jemand die zweite Kiste noch dabei? Achso, da habe ich die ganze Munition reingesteckt. Naja, gut. Okay, dann würde ich sagen, ich speichere hier und dann sehen wir uns gleich wieder.